Hallo und herzlich willkommen bei fast. Zurück zu Minecraft Together Spezial mit den GameTube-Leuten. Einmal Daniel Veit und einmal dieser Martin. Grüß euch. Tach. Das ist bei uns übrigens auch dadurch, dass wir immer die gleichen Ansagen machen, ist das auch ein Running Gag geworden, dem anderen mitzusprechen. Das funktioniert leider nie besonders gut, weil durch Teamspeak ist halt immer eine kleine, ist das halt immer versetzt. Deswegen kann man auch nie gemeinsam irgendwas singen, selbst wenn man wollte. Doch, wollen wir gemeinsam was singen? Wir müssen das ja hinkriegen, weil wir nehmen ja nicht den Teamspeak-Sound auf, sondern wir nehmen ja die zwei Soundspuren auf und schieben die nachträglich zusammen. Boah, das erinnert nichts daran, dass man sich gegenseitig verwirrt, weil man denkt, man würde gleichzeitig, ich helfe dir, Daniel, man denkt, man würde gleichzeitig anfangen, aber es ist halt, man hört den anderen dann versetzt und das ist beim Singen natürlich sehr verwirrend. Ich denke überhaupt gar nicht erst und deswegen kann das überhaupt nicht passieren. Aber du hast gesagt, du kannst nicht singen im Interview. Ich weiß jetzt alles über dich. Ich hab viel zu viel verraten. Das ganze Mysterium Martin Lee ist weg. Tja. Da ist schon noch genug von übrig, keine Angst. So, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach ja, ich habe die hier mal wieder gekreuzt. Wir brauchen viel mehr Hühner. Aber es war ja auch kein Geheimnis, dass ich nicht singen kann. Das weiß eigentlich jeder. Für mich war es ein Novum. Ich kenne auch nicht viele Leute, die singen können. Ich kenne auch niemanden. Scheiße. Kommt der Creeper denn her? Ich kenne auch nur ganz wenige Leute, die richtig gut singen können. Dafür mehr, als man denkt, die es so ein bisschen können. Ich glaube, dass mehr Leute singen können, als sie es zugeben und dass sie es wissen. Ja? Da wird viel zu viel ein Problem draus gemacht. Ich kann das nicht. Meistens geht es dann doch irgendwie. Ja, wenn man es nicht kann, willst du auch keiner hören. Im Suff schafft es dann jeder und im Stadion. Naja, das ist ja auch dann, hat mit Singen dann oft auch nicht mehr so viel zu tun. Hast du einen Hundi, Daniel? Ja. Das ist ja nett. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Oh. Bei mir hat gerade ein Creeper alles ein bisschen kaputt gemacht bei unseren Tieren. Da muss ich jetzt mal fixen. Ah. Sind das irgendwie visuell dargestellte Erfahrungspunkte oder diese grünen Brocken, die einem manchmal zufliegen? Ja, korrekto. Okay, warum muss das sein? Ja, die benötigst du, um nachher deine Gegenstände aufzuwerten. Ja, aber warum muss das so dann in grünen M&Ms sein, die mir dazufliegen? Ich finde das ganz cool eigentlich. Ja. Na dann. Das passt halt zu Minecraft. Du kriegst nicht einfach irgendwelche komischen Punkte auf deinem Konto gut geschrieben. Wie alle anderen Rohstoffe sind auch diese visuell sichtbar und aufsammelbar. Dann ist ja alles gut. Ich finde keine Diamanten ums Verrecken. Das ist scheiße, sonst ärgert mich, aber es ist halt leider so. Ja, die Suche nach Diamanten kann durchaus frustrierend sein. Wie viel brauchen wir denn so für unser erklärtes Großziel? Mann, Uwe, geh mal weg da. Ja, so einen brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich habe 4 gefunden, davon habe ich eine Hacke gemacht. Die brauchten wir, um Obsidian abzubauen. Davon habe ich das Höllentor gemacht. Aber wir brauchen jetzt, einen haben wir halt über, aber wir brauchen 2 für den Verzauberungstisch. Okay. Und brauchen wir das für sonst irgendwas Geiles? So ein Diamantschwert, so der Hammer gerade, der irgendwie dann auch 5-mal so viel Schaden macht wie andere? Ja, Diamantschwert und Diamantrüstung wären natürlich auch nice to have. Diamantrüstung, jetzt geht's los. Ja. Du bist bescheuert. Nö. In meiner Minecraft Xbox 360 Singleplayer-Welt habe ich eine Diamantrüstung. Ja, das kann man behaupten. Da, wo keiner zuguckt, da ist eigentlich. Ach so, da kann man so einen einzelnen Tisch machen, oder wie? Das wird aber ein ganz schön großer Tisch, wenn ich den jetzt. Ach, was mache ich denn für ein Bullshit? Wie sieht das denn aus? Sieht aber nicht nach Biergarten aus. Wobei, das ist eigentlich ein ganz schön großer. Naja, obwohl. Erstmal meckern. Ja, man muss sich ja das erstmal angucken, ne? Lapis Lazuli brauchen wir nicht, oder? Ach, nimmer. Das geht eigentlich. Es gibt Erfahrungen, soweit ich weiß. Und außerdem kann man damit wohl blau färben. Boah, brauche ich jetzt viel Holz bald. Blöd, dass ihr in der Mine kein Holz findet, gell? Ja, wir können dir auch nicht alles hier liefern. Echt? Mach auch mal was selber. Am besten wir verpacken es noch und schicken es dir zu Dumpinglöhnen. Ja, wieso eigentlich nicht? Ganzen Tag in der Mini geschuftet oder wird man noch angeschissen. Mein Gott. Willkommen in der Geschichte der Menschheit. Willkommen bei Amazon. Willkommen bei Charles Dickens. So.
Ja, man geht mir meine Hacke kaputt und ich bin sonst wo im Berg und muss mich mit den Fingernägeln wieder rausgraben. Das ist nicht gut. Daniel, Ich leuchte jetzt hier mal kurz deinen Bereich behelfsmäßig aus, falls man das so sagt. Das ist nett. Weil das wäre ich nur ohne dich, Pete. Dann spawnen hier auch nicht so viele böse Monster. Gibt's eigentlich ein maximales Level? Ja. Gibt's, was? 2000 zum Beispiel oder so? Ich glaube 50, kann das sein? Nee. Ja, schon. Das haben die, glaube ich, hochgehoben. Ach, verdammt, ich habe jetzt hier wieder gefährliches Halbwissen. Total gefährlich, ja. Deswegen gefährlich, jetzt kommen wieder Morddrohungen, weil ich keine Ahnung von Minecraft habe. Nein, Quatsch. Das ja, zu ist Recht. Ja gar nicht wahr. Das geht nämlich nicht. Ach, ich übertreibe gerade. Aber meine lieben Zuschauer werden jetzt genau wissen, welches Level es gibt und das schreiben. Und eure wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich. Es sind alle immer so klug, zumindest wenn es darum geht. Wir werden uns das ausführlich durchlesen und in Ruhe diskutieren. Ich mache euch da immer so drüber lustig. Ich finde es nicht schlecht, wenn man Tipps bekommt. Ich finde das auch total gut. Keine Ahnung. Es ist mir vor allem lieber, wenn wir das von den Zuschauern bekommen, als wenn man da so Zeug selber nachschlagen muss. Naja, das kommt halt drauf an, wie grundlegend die Sachen dann sind. Wenn man halt so gar keine Ahnung von nichts hat, dann ist das als Zuschauer eventuell etwas mühselig. Also so wie ihr. Ich finde das gut. Auch das werden wir verkraften. Jetzt komme ich hier nicht mehr ran. Wahrscheinlich schon, jetzt ja. Erst die Bänke bauen. Deswegen haben wir doch überhaupt den ganzen Kram hier angefangen. Au, au, au! Was? Damit wir Minecraft lernen. Das war doch der ganze Sinn der Sache. Ja, genau. Also. Oh, Uwe, jetzt komm! Oder habe ich mich da jetzt vertan? Uwe, komm. Ja, genau richtig. Ja, nicht ins Wasser, Uwe. Ich glaube, ich habe gerade Daniels Kistensache hier ein bisschen durcheinander gebracht. Oh, wie süß. Das ist halb so wild. Ich habe selber auch schon. Ich halte mich auch nicht so strikt daran, ne? Ich bringe aber noch ordentlich Kohle mit. Kohle ist auch immer gut. Kohle ist immer gut. Voll Geld geil. Aber Diamanten war es halt echt leider. Da war es überhaupt nichts. Griff ins Klo mit den Diamanten. Ja, schade. Kann ich alles haben? Ja, aber Diamanten halt. Nicht alles, aber Diamanten wären gut gewesen. Ich habe mich schon drauf gefreut. Wieso höre ich denn einen Zombie hier ganz in der Nähe? Das finde ich nicht so gut. Es ist ein bisschen protziger, aber was haltet ihr von meiner ersten Biergarnitur hier? Zeig mal. Sieht doch ganz gemütlich aus, oder? Mit Blick aufs Nether-Portal hier unter Kastanien. Ist gut geworden. Ach so, protzig, ich finde das gar nicht. Man muss auch nicht immer auf so unbequemen Bierbänken sitzen, wo man sich nicht anlehnen kann. Da kann man. Ich finde, bei uns man ein bisschen Komfort mehr. Komfort ist wichtig. Ja, genau. Ja, da muss auch noch ein paar Sitzkissen wenigstens. Kann man denn auf die Tische auch Kerzen stellen? Nee, da auf die Tische hier kann man jetzt gar nichts bestellen, weil es Druckplatten sind. Okay, ja, macht nichts. Dann lassen wir das jetzt mal so. Ich meine, bei Minecraft gibt es eh nicht viel, was man auf Tischen platzieren könnte, außer Kuchen vielleicht. Boah, da haben wir auch schon mal was. Besser als nix. So, willst du den blöden Baum... Ach, den hast du jetzt hier schon weggemacht. Wieso verschwinden denn die Dinger hier nicht? Weiß ich nicht. So ein bisschen... Naja, das nagt an mir. Was ich hier für betätigst du dich jetzt als Gärtner? Ist ja geil. So schön den runden Buchs hinschneiden, gell? Ja, sicher. Und hinten bei den Rosen, da könnt ihr auch mal wieder... Jetzt ist mal gut hier. So. Forsche hier spannende Höhlensysteme. Hier muss noch auf jeden Fall noch ein Baum hin. Vielleicht ein bisschen Abstand zum. Hier ist ein Loch. Was soll denn das? Das ist in Ordnung, das Loch. Da kommt noch eine zweite Biergarnitur hin. Ins Loch. Ins Loch. Wohin denn sonst? Ach, jetzt baut der mit der Axt Erde ab. Dann lass das doch mal. Das ist ein freies Land. Das kostet ja auch mal wertvolle Sekundenbruchteile, das Werkzeug oder die Waffe zu wechseln. Richtig. Die haben wir nicht. Ist ja alles auf Effizienz getrimmt hier. Kann man hier nicht hoch? Nee. Na gut. Hä, habe ich nicht gerade Wasser mitgenommen? So. Normalerweise zieht sich das Grün über diese Erdklumpen, solange sie verbunden sind. Das Problem ist aber, dass das echt sehr, sehr lange dauert. Das ist sehr blöd.
Möchte ich nur mal kurz sagen. Ja, wo wir gerade. Wir sollen ja mal über Minecraft reden, dann habe ich das jetzt mal kurz gemacht. Hervorragend. Ich bin stolz auf dich. Wieder ein bisschen Informationen vermittelt, die die meisten eh schon kennen. Den goldenen GameTube-Orden am Knopf gibt's für dich. Das Geile an diesen Tischen ist, da sind ja so Lücken drin. Das heißt, da kann das Bier abfließen, wenn mal die Mast umfällt. Hat alles gedacht. Aber echt, Wahnsinn. Ne? Oh, meine Spitzhacke ist bald kaputt. Und ich dachte schon, ich habe da auf jeden Fall genug. Sollte ich da auch noch so einen kleinen Weg zum Nether-Portal rüberbauen. Ach nee, das muss nicht sein. Ja, was, wenn die Leute hier vom Bier aufstehen? Wobei, es dann auch gefährlich, gell? Ja, eben, die, aber sollen, so fallen sie, die sollen dann... So fallen sie ins Wasser. Ja, das... Dann bauen wir hier noch, da bauen wir hier noch einen Baum hin. Ja, wobei, sie sollen den Nether schon sehen. Beziehungsweise das Nether-Tor. Ich weiß nicht, wie weit Minecraft da jetzt mittlerweile ist, auf der Xbox 360, aber am PC kann das schon mal sein, dass durch das Nether-Tor Schweinemenschen kommen aus der bösen Höllenwelt. Eieiei. Was ganz witzig ist. Ich meine, die sind nicht aggressiv. Können die denn schwimmen? Ich hab jetzt schon Angst. Ja, ja. Ja, die greifen einen nicht an, außer man tut denen was. Aber sie machen halt sehr unschöne Geräusche und sind auch nicht schön anzusehen. Das reicht ja auch schon. Ja. Das nervt bei Schweinemenschen aber eigentlich immer. Diese permanenten Geräusche. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Licht gemacht. So, meine Spitzhacke ist alle. Da haben wir auch schon Licht. Was machen die denn? Hier ist noch Eisen. Es tut mir alles, weil hier ist ganz viel Eisen und Kohle und ich habe keine Spitzhacke mehr. Kann ich das mit dem Schwert machen? Das dauert ja ewig. Hä, sind die schon wieder doof? Na, geht doch. Da ist das Kind noch nicht groß und schon wird wieder ein neues gezeugt. So ist das in der Tierwelt. Da geht's auf die Masse. Du hast aber von was anderem geredet. Nee, ich habe tatsächlich von der Tierwelt geredet. Okay. Aber ich nicht, dass wir jetzt von verschiedenen Sachen dann... Nö. Okay. Das finde ich aber schön, wie du deinen Hund hier abgestellt hast. Der passt auf. Ja, der dreht sich so schön im Kreis, ohne sich... Komm hier nehmen. Nie wieder raus. Das ist ein Tourette-Hund. Was? Der bellt auch teilweise mit Schimpfwörtern, aber gut, dass wir das nicht verstehen. Touretti. Ich muss schon sagen, das wird doch hier was. Ich finde auch. Oh. Positiv. Ich bin positiv überrascht von deiner Leistung, Daniel. Wie meinst du denn das? Hast du was anderes erwartet? Anscheinend. Meinst du, ich weiß nicht, wie man einen Biergarten baut? Ich habe halt gar nichts erwartet. Sagen wir es mal lieber so. Du hast gar nichts erwartet. Genau. Ha, ich finde hier tatsächlich wieder raus. Der Hammer. So, jetzt bauen wir hier noch ein bisschen. Ups, müssen wir rüberspringen. Ach, es geht auch nicht. Na, dann baue ich halt hier noch. Das Kies wahrscheinlich, oder? Hey. Ach, ich glaube, ich gehe jetzt in den Nether. Das ist mir zu doof hier. Hey. Hm. Hm. Uah, was war das denn? Warte, jetzt Quatsch. So, ich komme aus dem Bergwerk nach Hause. Hätte ich das gedacht, dass das nochmal stattfindet? Hast du irgendwas Wertvolles mitgebracht? Ich glaube nicht. Hat sich ja gelohnt. Natürlich habe ich was Wertvolles mitgebracht. Was denn? So, möchtest du es jetzt schon wissen? Das zeige ich, wenn ich oben bin. Wäre mir ganz recht. Meine Spitzhacken sind ja leider ausgegangen. Dabei dachte ich, das hält ewig. Was hab ich denn? Ich bin Level 25 inzwischen. Schon wieder. Ich bin Level 6. Und da bin ich im Keller. Wahnsinn. So mal ans Tageslicht bin ich wahrscheinlich schon völlig... Ich bin direkt in Vitamin einer Netherfeste gespawnt. Sowas hatte ich denn nie. So, gibt's denn so Deko-Zeug wie Springbrunnen oder sowas? Nein. Oder irgendwie, ne? Also alles, was Deko ist, ist mehr für drinnen. Also Gartenanlagen, Landschaftsgärtnerei, sowas. Es gibt ja nicht wirklich nicht. Deko bei Minecraft. Deko muss man ja, aber es gibt doch, keine Ahnung, Bücherregal, Bild, ja, und so Krempel. Was schaust denn du so? Ich gucke halt ins Inventar. Ich habe ungefähr... Schaust du hier gerade mal den Vorplatz vor dem Sandkasten? Ganz konzentriert. Geil. Ich weiß nicht, 200 mal Kohle ungefähr.
Und Eisenerz, wie viel haben wir davon mitgebracht? Das sind 45, 3, 50. Wir haben sehr viel Glück mit dem Nether. Nether. Ja, haben wir? Ja. Warum? In jedem Nether gibt es einige Festungen, die sehr relevant sind, weil das ist der einzige Ort, wo man diese Lohnstäbe bekommt, weil nur da diese Gegner spawnen. Und normalerweise muss man sehr, sehr lange dafür aufbringen, um diese Festung tatsächlich zu suchen und zu finden. Und unser Portal ist direkt da drin gewesen. So was habe ich noch nie erlebt. So was habe ich noch nie erlebt. Gold habe ich auch mitgebracht. Golderz. Kann ich jetzt, soll ich mal die ganzen Steine wegschmeißen oder soll ich die irgendwo in die Pampa schmeißen? Oder irgendeine Kiste, aber eine Kiste für Steine. Daniel, ist das jetzt dein... Was? Steine, ich habe ganz viele Steine zum Beispiel. Steine brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Soll ich einfach die irgendwie in die Pampa schmeißen oder soll ich hier irgendwie in eine Kiste stecken? Ach, was weißt du nicht. Du bist doch hier der Kistenmeister. Steine in die Kiste, aber du kannst sie auch wegwerfen. Da haben wir echt genug von. Man kriegt doch relativ schnell neue. Dann schmeiße ich alle in den See hier. Ah, Netherwarzen. Sehr schön. Nether was? Warzen. Netherwarzen? Ja. Wahnsinn. Braucht man ebenfalls für Tränke. Das ist so selten alles, was ich jetzt gerade mal eben so kurz finde. Dieses Glück hätte ich in der Hardcore-Season gebrauchen können. Ach, nur Hardcore ist hier. Nur hier ist echtes Hardcore. Sam ist fleißig, die ganze Zeit die Steine ein, die ich um dich rumschmeiße. Ach so, ich denke die ganze Zeit, ja, aber da schmeißt man die auch nicht hin. Ich baue hier. Ja, ich schon. Toll. Noch mehr Netherwarzen. Und schmeißt jetzt alle ins Wasser. Kannst du die woanders ins Wasser schmeißen? Nee. Wieso? Ich versuche halt ein bisschen Steine übers Wasser schnippen zu lassen. Das klappt nicht so gut. Die gehen immer sofort unter. Die springen nicht einmal. Total langweilig. So. Fackeln habe ich immer noch ganz viele. Im Ofen ist wahnsinnig viel Eisen. Tja. Ja, dann komme ich in der nächsten Folge, schaue ich mir auch mal den Nether mit an. Er lebt da. Müsst ihr mitkommen, Daniel, oder bleibst du hier hausmütterchenmäßig zu Hause? Ich baue weiter an meinem Biergarten. Okay. Dann machen wir jetzt eine Pause und in der nächsten Folge gucke ich mir auch mal den Nether hier an. Bis dann. Ciao. Tschüss. Haut rein, Leute. Ciao.